Danke schön, Herr Präsident. Geschätzte Kollegen, nur eines vorweg. Ich komme aus dem Landtag Steiermark. Da war es zum Beispiel verboten, wie eine Kollegin gerade vorher das gemacht hat, vom Blatt abzulesen. Das würde uns vielleicht auch hier helfen. Eines jetzt aber dazu. Es tut sich ein neues schwarzes Loch auf in einem der ärmsten Länder dieser Welt. Und als ob wir nicht genug schwarze Löcher und als ob wir nicht genug Problemfelder auf dieser Erde hätten, sehen wir das jetzt in Jemen. Die Situation ist seit Jänner dramatisch verändert. Die Lage hat weitreichende Auswirkungen, auch und vor allem natürlich auf uns Europäer. Und trennen Sie sich einmal von der Illusion, geschätzte Kollegen, dass wir am Ende des Tages alle Flüchtlinge aus Arabien und aus den Problembereichen dieser Welt aufnehmen können. Und Jemen ist ab jetzt, und da können Sie sicher sein, von besonderem Interesse für alle möglichen terroristischen Organisationen, die sich dort tummeln. Und das ist wieder ein Musterbeispiel mehr, dieses Beispiel Jemen, wie schädlich und zum Nachteil Europas jegliche Einmischung der Amerikaner in allen Teilen dieser Welt ist. Auch ganz besonders betrifft das die Ukraine.